Sie sind beschuldigt, weil sie ein gestohlenes Fahrzeug geführt haben. Ah, ich mag die Engine in GTA 5. Ich sehe gerade, als ob du den Bordsteine gestolpert. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR. Ja, wir sind wieder in Los Berlinos und fahren wieder mit dem Ford rum. Zum einen, weil sich's einer gewünscht hat, und zum anderen ist ja das Nummernschild falsch. Nee, und zum anderen, weil das Auto, ist mir aufgefallen, nicht durchdreht. Da kannst du Gas geben, wie du möchtest. Die Karre dreht nur dann durch, wenn du halt hart abbremst. Aber wenn ich jetzt hier Gas gebe, dreht die nicht durch. Das ist ziemlich nice. Und ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. Und weil sich halt jemand gewünscht hatte. Deswegen dachte ich mir, ich fahre mal mit dem Ford rum. Und damit werden wir wohl auch in Zukunft rumfahren. Weil, wie gesagt, ich hasse es, wenn die Reifen direkt durchdrehen. Das ist unrealistisch. Gut. Ja, das Nummernschild, wie gesagt, da kannst du jetzt nicht viel machen. Wobei ich könnte die Textur ändern. Ich könnte die Textur theoretisch ändern. Wir haben Homicide, da fahren wir jetzt hin. Machen Sie bitte Platz. Shots fired, okay. Alles klar, da fahren wir hin. Und sehen mal nach dem Rechten. Oder nach dem Linken. Nicht lustig. So. Ja, deutsches Setting, das mögt ihr lieber. Wobei, mir ist aufgefallen... Okay, warte, wir müssen kurz eingreifen. So. Wow, jetzt habe ich... Leute, er lebt noch. Oh mein Gott. Der lebt noch. Ich bin froh. Ich dachte, das ist Zeit... Huch. Was ist das? Okay, der spielt gerade auch LSPD FR, weil in der Gasse startet man eigentlich nur, wenn man LSPD FR spielt. So. Achso, hier, wir brauchen einen Transport für Kate irgendwas. Aber wir durchsuchen sie einmal. Okay, wir haben sie festgenommen. Ich muss übrigens ein bisschen leiser reden, weil wir 2 Uhr morgens haben, am Donnerstag. Donnerstag 2 Uhr morgens, beziehungsweise Mittwoch 2 Uhr nachts. Ja, deswegen muss ich heute ein bisschen ruhiger sein. Wobei, ich habe gestern auch um die Uhrzeit aufgenommen. Aber gestern war ich nicht ruhig. Oh Gott. Aber morgen ist eh Feiertag. Also von dem her passt das eh. Naja, gut. Ja, genau. Ich muss das Model hier noch. Wobei, da gab es aber keinen in der Mod-Folder. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den Polizistinnen hier machen. Ja, open your eyes, Maul jetzt. Ja. So, wir halten wieder. Das ist wieder hier die Ampeln halte. Folge. Und gucken mal. Ah, der Verkehr fließt. In GTA 4, weiß ich noch, in GTA 4 war das schlimm. In GTA 4 war die... Ah ne, die dürfen ja rechts ab. Das ist ja USA. Aber es ist nicht USA, es ist Deutschland. Du darfst nicht rechts abbiegen, den ziehen wir jetzt raus. Komm, fahren Sie rechts ran. Der macht einen Unfall, aber der ist jetzt wichtiger. Das bitte, es kommt höchst. Okay, alles klar. Man möchte nur auf der Spur parken. Geht klar. Guten Tag. Sie haben eine rote Ampel überfahren. Deswegen hängen wir uns das ID-Zeug an den Nagel. Wobei, nee, wir müssen sie ja mal durchchecken. Vielleicht sind sie ja hier der Schwerverbrecher oder so. Deswegen checken wir sie mal durch. Wie heißen sie? Sie heißen Jessica Hill. Das ist ja schön. Jessica Hill. So. Oh, ihre Karre, die suchen wir auch noch eben. A bag of credit cards. Ja, das juckt uns jetzt nicht. Das ist ja nicht bedrohlich, oder? Ob jetzt Tasche mit Kreditkarten hat. Kann das sein, dass die irgendwie Kreditkarten ver... Du steigst dich in die Karre ein. Okay. Naja. Hier weg und hier reden. Sie kriegen einen... Wie viel ist eine Ampel überfahren? 250? Dann machen wir 250, komm. Ich meine, sie haben mir vor allem eine Ampel in der Innenstadt überfahren. Das war jetzt nicht irgendwie, weil da die Kenner war, sondern da war auch Verkehr. Es fällt unter aggressive... Driving. Ja, ja, hier halten sie mal die Straßen sicher. Und in ihre Kollegin... Sie... Weiß das, merke ich mal. Okay. Gut, wir fahren weiter. So. Okay.
Guck mal, jetzt parkt die hier schon wieder auf dem Zebrastreifen, ne? Ja, sie hat die Ampel noch nicht überfahren. Okay, jetzt hat sie die Ampel überfahren. Nee, komm, dann lass mal es aber in Ruhe. Wir sind auch über Rot gefahren. Ich mach's nicht besser, scheiße. Ich sag, wir sind nicht einfach hinterher gefahren. Und, oh Gott, okay, jetzt lass mal es erst recht in Ruhe, sonst kann sie uns auch noch anzeigen. Stolen Tank. Oh, okay. Ein Tanker, ein Tanklaster, der auf der Flucht ist. Okay, warte. Oh Gott, wie fahren wir denn da? Wir fahren hier runter. Und dann da vorne rechts. Mich dürste das übrigens nach einem neuen Projekt auf meinem YouTube-Channel, ne? Das wollte ich euch nur mal eben sagen. Mich dürste das. Ich habe jetzt vorhin ein bisschen Minecraft gezockt. Und dachte mir, vielleicht mache ich da mal was. Ich habe vorhin Live in the Woods, falls einen von euch was sagt, habe ich vorhin mal ein bisschen gespielt, ein bisschen was rumgebaut, rumprobiert. War ganz cool, hat mir Spaß gemacht. Ich guck da einfach mal. Ich habe aber irgendwie. LSPD Fast war nice, aber es ist irgendwann, weißt du, wir haben jetzt schon fast 100 Folgen. Okay, der hat sich festgefahren. Nee, hat er gar nicht. Doch hat er sich. Scheiße. Ey. Fahren Sie mal. Okay, der. Leute, der wird beschossen. What the fuck? Okay, der wurde angeschossen. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Nehmen Sie die Hände hoch. Gehen Sie auf den Boden. Genau. So. Ah, wie das sieht geil. Ach ne, das ist gar nicht das Flutlicht. Ich dachte, das wäre das Flutlicht hier, aber das ist ja nur das, Laternending so. So. Versicherung im Transport da. Boah, man sieht hier gar nichts in der Gasse, ey. Das ist schlimm. Das sieht nicht mal unser Logo. Das finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich sind noch hier Reflektoren drauf. Warte mal, wenn man jetzt von vorne guckt. Und wenn ein Person auf einen Knife hat, da können wir jetzt gerade nicht reagieren, weil. Ne, auf jeden Fall finde ich es schade, dass die Reflektoren nicht funktionieren. Wobei, ist das überhaupt machbar in GTA? Ich glaube, GTA hat da nicht meine Engine. Ich glaube, es gibt in GTA keine Reflektoren. Das könnte ein bisschen der Grund sein, warum es auch in dem Auto hier keine Reflektoren gibt. Boah, ich muss sagen, das Modell. Mein Gut, bis auf die Tachozeiger ist das Modell relativ bugfrei, was die Innenansicht angeht. Das ist bei deutschen Mods gar nicht mal so üblich. So, hier, der biegt ab. Wir haben Organized Street Race, aber das sollen dann mal die Kollegen machen. Weil ich habe darauf kein... Alles klar. Einmal aussteigen, bitte. Sie sind mir hinten reingefahren. Bleiben Sie mal stehen. Steigen Sie aus. Hallo, aussteigen. Okay. Sie sind mir hinten raufgefahren, wie man dieses unschwer erkennen kann, ja? Ich würde sie gerne einmal durchsuchen. Ja, Maul jetzt. Ja, sie dürfen weiterfahren. Ey, stehen bleiben. Ey! Jetzt steigen sie aus. Okay, sie sind festgenommen. Moment, hier. Nehmen Sie mal die Hände hoch. Gehen sie auf den Boden. Oh Gott, jetzt rasen sie alle ineinander. Oh Gott, was machen die hier? Was machen die hier? Fahrt doch normal. Tut mir den Gefallen und fahrt normal. Oh, oh. Ah. Gehen sie doch... Hallo. Aussteigen. Aussteigen. Oh, nein. Ah. Mann, jetzt fahren sie alle ineinander. Egal, wir holen mal hier für den Transporter. Oh Gott. Mein Gott. Jetzt sind sie ruhig. Sie haben ein kaputtes rechtes Vorderlicht, wie sie wahrscheinlich merken. Scheinwerfer meine ich doch. Ja, komm. Okay, warte, ich komme auf die Seite. Sonst werden sie hier noch über den Haufen gefahren. Da ist der Transporter perfekt. Ich habe sie sehnsüchtig erwartet, weil hier geht die Party ab. Das sieht aus wie grün hier von dem Motorhaube. Die ist doch nicht grün, oder? Die ist doch blau. Ja, die ist blau. Aber das sieht irgendwie nämlich aus wie grün. Okay, never mind. So, wir fahren. Achso, warte mal. Wie fahren wir jetzt am besten? Ja, hier mal so quer drüber, ne? Das Recht nehme ich mir mal. Ja gut, da macht sich aber keiner zu schaffen in der Karre, oder? Nee, okay. Okay, wir haben ein... Ach du Scheiße, okay. Wir haben einen Gangvorfall. Ich weiß nicht, wie ich es besser auf Deutsch übersetzen soll. Mit ganz vielen Gangs. Oder mit ganz vielen Gangs. Ah, jetzt fahren sie mir nicht in den Weg. Alter, ja, genau. So weicht bei der Polizei aus. So und nicht anders.
Merkt euch das fürs Leben. Hat sie das erledigt oder was? Hä? Wo ist denn der Gangvorfall? Hat sich wohl erledigt. Gut. Dann hat sich das halt erledigt. Kann ich da nichts für, so wie den überholen wir mal kurz. Och Mann. Stone Vehicle spotted. Gestohlenes Auto wurde lokalisiert. So, da fahren wir mal so drüber. Beziehungsweise machen den Code 2. Beziehungsweise leise Anfahrt. Aber das ist mir zu blöd. Vorsichtig. So. Achso, wir joinen jetzt gerade schon. Okay, perfekt. Dann verfolgen wir. Ich glaube, das schaffen wir alleine, oder? Da brauchen wir keine Verstärkung. Ja, okay. Ey. Na, bleiben Sie mal stehen. Stehen bleiben. Scheiße. Stehen bleiben. Scheiße. Mann. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Hat man in der letzten deutschen Folge schon. Okay, das ist hingefallen. Nimm sie denn doch. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Alles ist gut. Gehen Sie auf den Boden. So. Okay. Sie sind beschuldigt, weil sie ein gestohlenes Fahrzeug geführt haben. Ah, ich mag die Engine in GTA 5. Ist der gerade als auf dem Bordstein gestolpert? Ah, das freut mich doch. Ich mag es, wenn andere Menschen sich wehtun. So. Oh Gott, die Karre ist voll am Dampfen. Okay, dann schleppen wir die mal ab hier. Ja, beruhigt. Das Motorradfahrer. Beziehungsweise das Motorradfahrer ohne Motorradfahrer. Also nur Motorrad. Schleppen wir auch ab. Weißt du nicht, dass wir uns Gedanken dazu machen, warum oder wieso und wo der Fahrer hin ist. Nein, wir schleppen einfach alles ab und verpissen uns wieder. Aber ich glaube, hier müssen wir nicht drauf warten, oder? Das tun wir uns jetzt nicht an hier. Da kommt eh schon ein Abschlepper, der regelt das. Boah, hier ist voll die... Was ist denn das hier? Warum stehen sie alle hier rum? Nelson in Naples. Pamela Drake, Mitch Dexter. Warten Sie mal weiter hier. Oh mein Gott, es tut mir leid. Geht's Ihnen gut? Ach du Scheiße. Ich glaube, wir brauchen Unterstützung. Nein. Ah. Gehen Sie auf. Nein, nicht prügeln. Auf den Boden. Ah! Gehen Sie auf den Boden. Ey! Ah! Alter, gehen Sie... Ich muss mal ganz kurz hier weg. Hallo, helfen Sie mir vielleicht? Herr Kollege. Komm, schlagen Sie mich, damit meine Kollegen eingreifen. Lol, okay, das meine ich nicht mit eingreifen. Ich meine das nicht mit eingreifen. Eingreifen meine ich eingreifen und nicht totschießen. Sie sollten doch nicht so eingreifen. Sehen Sie sich den armen Typen an. Sie sollten ihn nur festnehmen. Mann. Ja, okay. Ich glaube, hierfür können wir eben EMS holen. Beziehungsweise ein RTW. Gut. Dann eben so. Ich fahre die Karre mal eben an den Rand. So. Ich sag's immer wieder gerne, das erinnert mich irgendwie an Emergency 5, wenn man das so sieht, die Grafik. So bei Nacht halt. Also, ne? Irgendwie so mit den Autos hier, also ich meine, klar, die Figur jetzt hier nicht, aber immer so. Ja, okay. Das erinnert mich nicht mehr an Emergency 5, sondern eher an GTA 5. Ja, ist da noch was zu machen? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Sagen Sie mir, ob der noch lebt oder nicht, aber, ne? Beeilen Sie sich hier. Ich muss hab noch Einsätze zu fahren. Ja, okay. Ist nicht unsere Schuld. Dann holen wir hier einen Gerichtsmediziner, ja? Einen schönen Tag noch. So. So, jetzt haben wir... Guck mal, wir haben die Leute hier erfolgreich vom Platz verwiesen, würde ich sagen, ja? Es ist zwar einer dabei gestorben, aber es sind alle vom Platz verwiesen worden. Ah, ich liebe die Werbung. Also hier dieses Liquid Hole. Ah ja. Oh Gott.
Fahren Sie mich hier nicht. Fahren Sie mich hier nicht über den Haufen. So, da oder schon der Rechtsmedizin, dann fahren wir mal weiter. Oh. Oh. Da habe ich, Parkour und das Ding von gestriffen. Egal. Haben wir was? Arson, Brandstiftung. Nee, komm, du musst es nicht an. Packen mal richtig ein hier. So. Und wir dürfen beide aber einmal reparieren. Das habe ich voll vergessen. Wir dürfen einmal reparieren, ey. Ja, dann. Ich bin der Dispatch. Also, Gang Attack und alles klar. Responding by pressing F6. Was? Mit F6 mache ich irgendwas, was sich gerade mit irgendwas anderem überdeckt. What the fuck? Huch. Ach, hier. Officer Schadmenü. Okay, ich hab. Menu for Officer Shot. Take the officer to the hospital, Officer Shot Call. Leave the officer and officer. Okay, keine Ahnung, was das wieder für eine Scheiße ist. Wir haben jetzt hier Gang Incident. Ein Vorfall von einer Gang. Ah nein, ich darf das ja nicht machen. Das, ich lerne da nie draus. Wo ist denn das? Ist das hier in der Gasse? Wenn ja, sind wir gleich am Arsch. Lol, hab ich irgendwas umgefahren? Ich glaube, eine Ratte. Na, egal. Wo ist denn der Gangvorfall? Ich weiß, wo der Gangvorfall ist. Aussteigen. Ich glaube, zur Rede stellen bringt hier nichts, oder? Wir gucken mal kurz ein bisschen. Ja. Ey, nimm sie die Waffe runter. Oh, oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Okay, ich glaube, Schusswaffengebrauch ist hier gegeben. Alter, okay, die Kollegen lenken gerade ab. Da hinten ist auch was. Alter, das ist ja eine riesige Location hier. Ich komme mal zu Ihnen hier, Herr Kollegin. Herr Kollegin. Oh, nice, durch die Hecke. Ja, bestimmt ist auch so eine echte Polizei. Nice, durch die Hecke. Durch die Hecke erschossen. Wo waren... Leute, ich hab den durch zwei Hecken erschossen. Muss ich mal kurz ein bisschen selber beneisen hier, ne? So, Vision mit Gerichtsmediziner. Beziehungsweise, nein, warte, wir brauchen hier ein paar EMS. So. Okay, die haben uns gut abgelenkt und vielleicht sogar den Arsch gerettet. Weil das hätte auch ganz anders ausgehen können, vor allem bei der Menge. Okay. Ja, machen Sie Platz. Ja, how's going? Maul jetzt. Wie sieht's mit Einschusslöchern aus in unserer Karre? Ah, wir haben hier einen. Oh, wir haben ein paar. Oh, das tut mir leid. Man kann das sein, dass die Scheiben nichts abbekommen. Okay, sieht ein bisschen buggy aus. Okay. Gut. Aber ich glaube, wir können soweit weiterfahren. Die Kollegen können sich dann um den Rest kümmern. Oh Gott, hier war auch was. Das eigentlich müssten wir absperren, ne? Aber das machen die Kollegen. Die Kollegen regeln das. Oh, komm, hier ist unser Revier. Nein, wir dürfen... Oh, scheiße. Ja, jetzt bin ich über Rot gefahren. Egal. Aber bleib mir hier stehen. Ich höre eine Sirene, aber ich glaube, die ist unwichtig. Also, ich glaube, da sind jetzt wir nicht wirklich gefragt bei. Guck mal, es gibt sogar Werbung für die Polizei. Ein Beruf, 1000 Möglichkeiten. Da kann man das eigentlich lesen, wenn man da hinzielt? Kann man dann die Website lesen? Polizeiberlin.de. Maul jetzt. Mann. Guck mal, wie der hier steht, ey. Würde ich am liebsten gleich dann wieder rausziehen. Das lasse ich nicht durchgehen. Petworth Theft. Nee, ich möchte sie mit der Tankstelle. Das ist langweilig. Haben wir sonst noch was? Komm. Vehicles usual occupants wanted. Nee. Nein. Irgendwas noch. Komm. Wir müssen. 100 Fällen Weg. Alles klar, das machen wir. Ach du Scheiße, der Bereich ist riesig. Was hat denn der? Koto. Color Atel Bright Red. Was ist das bitte? Del Piero Freeway. Del Piero Freeway. Okay, dann pass auf, dann fahren wir jetzt an Del Piero Freeway. Mein Gott. Nein, darf ich nicht.
Hier, Del Piero Freeway. Nein, entscheiden Sie sich. Okay. Das heißt, der fährt jetzt mit einer Geschwindigkeit. Da muss man hier hinstellen. Beziehungsweise fahren wir mit Sondersignalen im Gegenteil. Okay. Nevermind. Nevermind. Air Support. Das heißt, wir müssten hier irgendwo einen Helikopter sehen. Da hinten ist ein Helikopter. Da. Dahinter ist ein Helikopter. Da fahren wir jetzt schnell hin. Fahren wir ein bisschen in First Person. Ja, das wollten, glaube ich, ein paar von euch. So ein bisschen in First Person fahren. Na, fällt gerade auf. Ich rede oft von Emergency 5, ne? Vielleicht soll ich das auch mal ein bisschen zocken. Also vielleicht soll ich das auch ein bisschen mit Aufwärme zocken. Wo ist denn der, Alter? Wo fährt denn der? Jetzt ist mein GTA, mein LSPD. Das ist ein Witz. Ach komm. Jetzt ist es das Code 4. This wanted felon in vehicle. Leck mich doch. Ach Menno. Na gut, dann ist es halt Code 4, ne? Dann hat sich das halt erledigt. Vielleicht der Polizei gestellt, keine Ahnung. Aber gut, wir sind bei wunderschönen 21 Minuten, das gefällt mir. Dann ist die Folge nicht so lang. Also wegen den Rändern, nicht weil ich kurze Folgen bevorzuge. Oder ich bevorzuge sie schon, aber nicht weil ich keinen Spaß dran habe. So rum. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen noch einmal mit dem US-Setting. Und am Wochenende gucke ich mal, vielleicht nehme ich ein bisschen Emergency 5 auf. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe da irgendwie gerade Bock drauf. Könnte ich aufnehmen. Na, schreibt es mal rein, ob ich es machen soll. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen noch mit einer Folge im US-Setting. Und ansonsten haut rein, macht's gut. Tschüss.